Band 313. Gut, nun bekommt zunächst also Frau Enslin in zur Ergänzung der Einlassung zur Sache das Wort. Einlegungen der Unterklärung verfälschenden Berichterstattung. Frau Enslin, nur eine Frage. Wie ist das nun gedacht? Wir haben im Augenblick unser Tonbandprotokoll laufen. Gut. Meine der Sprachregelung der unsere Erklärung für fälschenden Berichterstattung der Nachrichtenagenturen war. Wir hätten uns von der Sowjetunion distanziert. Dazu ist zu sagen, erstens, die Behauptung ist falsch. Gut. Wir haben überhaupt nicht von der sowjetischen Politik gesprochen. Gut. Auch deswegen nicht, weil es absurd wäre und nicht unsere Sache ist, die Urteile. Unsere Politik belanglos sind. Dazu die Sache, die vermittelt ist. Gut. Den Begriff parlamentarische Politik nur verwirren kann. Ja, ich komme nicht zu Ihnen. Sie haben das angeordnet. Dass Sie an die Wand gestellt werden. Das wird hier in der Hauptverhandlung erörtert. Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Das ist der Punkt. Auf eine Analyse der Struktur und Politik der chinesischen Partei in der chinesischen Revolution haben wir uns nicht eingelassen aus dem einfachen Grund, keine revolutionäre Organisation einen technologisch so hoch entwickelten und psychologisch durchkonstruierten Repressions Potenzial gegenüberstand.
die wir in den Metropolen. Proletarische Politik ist die bewusste Artikulation überwachter Interpretation des Widerspruchs im System in seiner Reproduktion und Akkumulation produziert und in seiner Politik sich zum Kontrahenten Gegensatz, Antagonismus, national und international.